ist nicht professionell genug. Wir müssen das professioneller machen. Das ist alles Spielkram da. Aber frischen Harz. Wenn er braun ist, schmeckt der. Eieiei, Jochen, was machst du hier? Funken zu schlagen wie auf einem scheiß Rammstein-Konzert. Ich bin richtig froh, dass das jetzt so mäßig gut läuft. Wieso Spucke? Abonnieren! Ja moin, Stiefelzeit! Übung für heute, Feuer machen! So, da wollen wir doch jetzt erstmal gucken, was hat der Onkel denn Schönes dabei? Also ich habe hier so einen, einen Feuerstarter dabei. Der besteht aus einem Magnesiumblock und Feuerstahl, Schwedenstahl, mit dem es mir möglich ist, mit dem es mir möglich ist, dann möglichst effektvoll und eindrucksvoll Funken zu schlagen wie auf einem scheiß Rammstein-Konzert. Sehr gut, okay, alles klar. Also das funktioniert schon mal. Der Trick bei den Dingern ist, oder warum das gerade nicht bei mir funktioniert hat, wenn die so ein bisschen oxidieren, also das heißt mit Sauerstoff reagieren, dann ist da eine Schutzschicht drüber oder halt drüber oxidiert, drüber gerostet, könnte man jetzt grob sagen, die ich erst so leicht abkratzen muss. Und wenn das Ganze dann blank liegt, dann habe ich auch die Möglichkeit, hier die Funken zu ziehen. Und man muss es natürlich auch richtig machen, ganz klare Sache. Wie funktioniert jetzt also das Ganze? Wir hobeln zuerst Späne von diesem Block ab, sammeln die Magnesiumspäne auf einer Fläche und dann wollen wir versuchen, das Ganze zu entzünden. Hier haben wir jetzt folgende Schwierigkeit. Der Wald ist relativ feucht. Es hat gefroren und das Ganze taut jetzt allmählich auf. Und deswegen ist hier alles so leicht mit Feuchtigkeit überzogen. Das macht aber nichts, denn wir wissen ja, wo wir suchen müssen. Wenn ihr da noch Fragen zu habt oder wenn ihr auch wissen wollt, wo ihr suchen müsst, dann schaut euch gerne das folgende Video dazu an. Und auf geht's, würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, oder? Ich habe Kaffeedurst. Gut. Ich habe jetzt das Material zusammengesucht. Hier die brennbaren Zweige. Hier den Brandbeschleuniger in Form von Birkenrinde. Und unnötig zu sagen, dass es natürlich absolutes Waldläufer-Ethos, Waldläufer-Ehrengebot ist, dass wir dabei Bäume nicht beschädigen. So, die Stelle soll es sein. Die räume ich jetzt erstmal so grob ein bisschen frei. Ihr seht, der ganze Boden ist relativ nass. Also eigentlich ist er patschnass. Und wir wollen jetzt hier auch kein großes Feuer machen, wir wollen es einfach nur mal ausprobieren. Dazu hole ich jetzt das Zeug heran. So, getreu dem Motto, viel hilft viel. Wobei, so viel, nach so viel sieht das jetzt gar nicht aus. Vielleicht doch so da reinlegen? Wuhu! Leck mich doch am... Das wird so alles nichts. Ich überlege, was ich besser machen kann. Ich denke, wir holen uns mehr Birkenrinde. Ha. Habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt, aber egal, wir lassen nicht locker. Den kriegen wir ans Brennen. Wenn ihr Spaß dabei habt, mit mir durch den Wald zu stromern und über das Leben zu philosophieren, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich bin richtig froh, dass das jetzt so mäßig gut läuft. Ich hatte halt erst überlegt, ich suche mir irgendwie einen schönen Baumstamm, eine plane Fläche, schön abgesägt und so. Da kann ich halt schön ausprobieren, da muss ich mich nicht so krumm machen. Aber das hätte das Bild verfälscht und im Endeffekt gibt uns das ja auch nur eine falsche Sicherheit, dass wir eine Thematik beherrschen. Und in der Realität dann böse auf die Nüsse fallen. Das knackt doch gut. Da holen wir uns hier noch trockeneres Zeugs. Wir werden das noch besser und leidenschaftlicher vorbereiten. Und mit Geduld und Spucke kriegen wir das Ganze dann ans Rennen. Auch irgendwie ein ekliges Wort, oder? Geduld und Spucke. Wieso Spucke? Verstehe ich jetzt nicht. Ich muss auch nicht alles verstehen, ne? Ich muss ja gestehen, ich höre ja leidenschaftlich gerne Marschmusik. Ich habe auch mal 5 Jahre selber das Trommelschwe geschwungen. Und ich habe jetzt einen neuen Marsch gehört, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus. Bruderherz heißt der, könnt ihr mal reinhören, der ist echt schön. Kann man sich mal geben. Also natürlich nur, wenn man eine schöne Blasmusik-Polka auch zu schätzen weiß. Also wenn er Landschaft sucht, dann könnt ihr mal in die Lüneburger Heide kommen. Landschaft haben wir hier. So, und ich muss mir jetzt irgendwas überlegen, um die Späne besser aufzufangen. Das gefällt mir alles nicht. Das turnt da alles so durcheinander und, Gottes Willen, das ist irgendwie, das ist nicht professionell genug. Wir müssen das professioneller machen. Das ist alles Spielkram da. Wobei ich mich natürlich jetzt frage, eigentlich sollte mir doch der Magnesium das alles erleichtern. Ich werde sehr wahrscheinlich als Anwender gerade das größte Problem sein. Was ist da? Da kommt nämlich gar nicht so viel runter, wie du immer meinst. Das fusselt hier so durch die Gegend. Und das Blatt geht jetzt nicht kaputt. Ich hatte halt gedacht, ich kann das in Gang bringen. Das brennt.
Aber ich habe halt auch in Chemie nicht so gut aufgepasst, sonst würde ich ja wissen, dass Magnesium einfach unfassbar schnell brennt. Was ich aber noch weiß aus dem Unterricht ist, dass es unter Wasser brennt. Oder? Stimmt das? Katrin, stimmt das? Du warst doch gut in Chemie. Das ist zu wenig. Das ist mir zu wenig. Boah, jetzt geht das da nicht runter. Natürlich nicht, Trottel. Ist ja auch nass. Das klebt da jetzt dran. Eieiei, Jochen, was machst du hier? Junge, Junge, Junge. Jetzt liegt das da so lose drauf. Dann fliegt das da gleich durcheinander. Ich sehe das doch. Um Gottes Willen. Du bist ja ein toller Bushcrafter. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Mhm. Also da reinzugucken ist nicht so cool, man sieht danach gar nichts. Okay, habt ihr die Taube gehört? Ich würde jetzt mal ganz vollmundig behaupten, jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus. Aber wir machen die Probe auf Exempel. Legen das da noch drauf. Und wenn wir das in Gang haben, dann würde ich sagen, Übung erfolgreich abgeschlossen. Oh, herrlich, brennt schön heiß. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Also, das Ganze lodert jetzt hier noch vor sich her. Es knistert noch ein bisschen, geht jetzt aber gleich aus. Und dann werden wir die Feuerstelle noch so ein bisschen versorgen, dass das hier auch kein Unheil anrichten kann. Oder ist für den einen oder anderen vielleicht interessant. Ich zeige euch gerne, wie ich das mache. Und ja, Manöverkritik. Was nehme ich für mich mit? Passionierte Arbeiten? Nee, ich glaube, das war eigentlich ganz in Ordnung. Mit dem Zundernest bin ich jetzt nach der Nachbearbeitung zufrieden gewesen. Das bedeutet, ich muss einfach noch mehr Birkenrinde sammeln. Dann stelle ich mir aber ein bisschen die Frage, wo besticht das Ganze? Weil das könnte ich ja dann auch einfach nur mit einem Schwedenstahl in Gang bringen. Ich denke, das Ganze besticht ab dem Moment, wo du einen Zunder hast, der nicht zu 100% trocken ist. Gut, war eine super Übung für mich. Also habe ich viel gelernt. War jetzt, wie gesagt, das erste Mal für mich. Und ich werde das auf jeden Fall in mein Waldläufer-Repertoire aufnehmen. Also gefällt mir ganz gut. Ich denke, ich werde jetzt vorerst mit dem Zeug Weiterfeuer machen. Ich meine, jetzt habe ich es da und warum nicht? Ausprobieren ist ja natürlich auch... Also damit funktioniert es dann, ne? Also das ist halt schon irre heiß. Das werden wir nochmal üben. Nur üben übt. Und von daher, ja, Übung erfolgreich abgeschlossen. Das ist unsere Feuerstelle, keine 5 Minuten, nachdem das Feuer ausgegangen ist. Und jetzt lege ich einfach meine Hand da rein. Und wenn es für mich adäquat ist und sich nicht mehr zu heiß anfühlt, dann würde ich sagen, können wir das so belassen. Dann vermischen wir das hier mit der umliegenden Erde, die extrem feucht ist. Dabei sehen wir, ob hier noch irgendwie Glut im Spiel ist. Hier glüht nichts mehr. Bei Glut ist das halt immer so eine Sache. Der Wind kann das Ganze dann halt wieder in Gang bringen. Und dann seht ihr richtig alt aus, wenn ihr da den Wald in Brand gesetzt habt. Also passt da bitte auf. Baut da keine... So sieht unsere Feuerstelle jetzt aus. Ich denke, das Ganze geht dann in der Größe des Waldes unter. Wenn euch mein Treiben und mein Tun hier gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalasst. Dann macht ihr es der Sache einfacher, dass die Seite auch von anderen Leuten gefunden wird, die das Ganze vielleicht begeistert. Sowieso teilen nicht vergessen, abonnieren, Daumen hoch und hast du nicht gesehen, ne? Wisst ihr Bescheid. Das ist interessant. Da können wir uns noch ein bisschen was mitnehmen, ne? Das ist hier direkt an dem Baum dran. Okay, guck mal. Harz, super als Brandbeschleuniger, aber auch... Wenn man Kai Sackmann glauben darf, und das tue ich grundsätzlich immer, der Typ ist unfassbar cool.
Kaugummi der Germanen. Und was sind wir hier? Wir sind doch Germanen, oder? Gut. Ist gut. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich empfehle euch, nehmt aber frischen Harz. Wenn er braun ist, schmeckt der. Ist gut gegen Halsschmerzen, sagt man. Gibt einem auch mal einen anderen Geschmack. Nicht draufbeißen. Wenn ihr draufbeißt, habt ihr das Harzzeug zwischen den Zähnen. Und da bleibt er dann auch erstmal. Was mir geholfen hat, ist eine extrem fettige Wurst zu essen danach. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dieser Fett löst das Ganze. Oder vielleicht war die auch einfach nur schwer zu kauen. Mir hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen hilfreichen Wink für euch mitnehmen. Ja, mir bleibt nicht mehr zu sagen. Bis dann verbleibe ich freundschaftlich. Call to action und Horido.